mega feil bei Instagram. Es sollte so ein schönes Video im Pool werden. Doch dann ist einer jungen Frau der absolute Influencerinnen-Horror widerfahren. Ein neuer Instagram-Account sammelt zu Influencerinnen und Influencern ungeschönte Einblicke und Pannen. Eine hat ein Video selbst eingereicht. Sie wollte ein schönes Video im Pool drehen, aber dann? Unser Artikel vom 2. Februar 2020. Bali, es war alles so schön angerichtet. Doch dann passierte der Nachwuchsinfluencerin Miss Zepp etwas, das nun für Mega-Lacher bei Instagram sorgt. Und in den ersten 13 Stunden schon eine 500.000 Likes generiert hat. Instagram. Influencerin unterläuft Panne bei Bikini-Fotos, soll das perfekte Video werden. Miss Z hat einige Kosmetikprodukte auf einem Tablett platziert. Ihr eigener knapper Bikini sitzt prächtig. Und das Smartphone ist am Poolrand platziert und soll filmen, wie sie die Mittelchen am Wasser an sich anwendet. Kamera läuft. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. So a lot of you have been asking about Miss Gien Kararu, sub mit debut at Miss Z, ein Beitrag geteilt von Tank Sinatra, et Influencer sind gewillt, am Feb 1, 2020 um 2.12 PST. Doch dann passiert das, was für eine echte Influencerin der absolute Horror bedeutet. Ihr Handy fällt in den Pool. Und in der Regel haben Instagram-Promis keinen alten Knochen, sondern das allerteuerste Modell. Wenn das Ding kaputt ist, können sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Man hört Miss Zepp die Panik förmlich an, als sie in Richtung des Missgeschicks taucht und das Handy rausfischt. Ob das einen dicken Wasserschaden abbekommen hat, ist nicht überliefert. Video. So wird im Netz geschummelt. Instagram-Seite sammelt Pannenvideos und wird zum absoluten Trendkanal. Das Pannenvideo ist bei einem absoluten Trend-Instagram-Kanal gelandet. Influencer sind gewillt, auf Deutsch etwa Influencer in freier Wildbahn, sammelt Aufnahmen, die Influencerinnen und Influencer entlarven. Und brauchte nicht mal 3 Wochen seit dem ersten Posting, um mehr als 1 Million Follower zu sammeln. Auch dank Videos wie dem von Miss Z. Doch viele Fans bedeutet in der Regel auch viele Kritiker. So meckern einige darüber, dass Miss Z ihr Missgeschick selbst beim Pannenkanal eingereicht habe, um neue Follower zu bekommen. Die sind nämlich bei der Influencerin noch überschaubar, liegen bei 23.000. Wenn schon ihr Handy was abgekriegt hat, dann soll sie auch davon profitieren. Handy fällt ins Wasser, Instagram-User spotten. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott natürlich nicht zu sorgen. Upsi, habe darauf gewartet und wurde nicht enttäuscht. Das Beste, das ist Gold, das Ende, lästern die Instagram-Nutzer. Ein anderes Foto im selben Pool, offenbar auf Bali, mit Frühstück wurde hingegen was. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Herr Resmüll abwitze. Yes. Er tat no. Donut text tat boy bug at user at melanobust. Beatles of Truth, Admissit, am Jan 26, 2020 um 5.36 Uhr PST. Für Aufsehen sorgt gerade eine der erfolgreichsten Instagram-Stars mit ihrem Mega-Sixpack. Mit einem Bikini-Video sorgt auch Sophia Thomalla gerade für Aufsehen und bewirbt sich als nächstes Bond-Girl. Eine Influencerin wurde unlängst von ihrer eigenen Schwester entlarvt, denn sie war keineswegs beim Wandern. Und auch ein Ex-KNTM-Star blamierte sich. Ein Ekelfoto postete außerdem kürzlich die Influencerin Sirin David. Ihr war die Aktion selbst peinlich. Butlers Foto aus Deutschland enthält obszönes Detail, ob das die Kunden bemerkt haben? Instagram-Pfeil. Frau lässt Fotos von sich machen? Was sich in dunkler Gasse hinter ihr abspielt, bemerkt sie nicht. Aktuell sorgt eine kuriose Instagram-Panne mal wieder für Belustigung. Während sich eine Frau von ihrer Freundin ablichten ließ, passiert im Hintergrund Kurioses. In Nordrhein-Westfalen kam es außerdem zu einer kuriosen Überweisungsspanne, einer Schule wurden
fast 10 Billionen Euro überwiesen. Ein Ekelfoto postete außerdem kürzlich die Influencerin Sirin David. Ihr war die Aktion selbst peinlich. Auch eine Mame-Influencerin sorgte für Ärger, sie gab ihren Adoptivsohn Weg. Kaitlin Bristow könnte es früher oder später auch auf die Seite schaffen. Die ehemalige Bachelorette punktet mit viel Ehrlichkeit auf Instagram und präsentierte sonnen ein Kleid, das zur Lachnummer wurde, was man in Sportarenen schon alles für dramatische Momente erlebt hat. Auch spektakuläre Situationen, so wie einer in den USA. Er hatte wohl den besten Platznachbar aller Zeiten, wenn man sein Bild sieht. Ein Kunde postet ein Bild aus einem Supermarkt. Obwohl er Angst hatte, herausgeschmissen zu werden, forderten die User dennoch: Mach es! Und auch Florian Silbereisen ist jetzt aus Instagram aktiv. Doch gleich beim ersten Post leistete er sich eine Panne. Die schwangere Influencerin Karnuschka hat in ihrer Wohnung einen Schockmoment erlebt. Eine Stewardess-Influencerin hat eine Thank you.